Heute lesen wir Lukas Kapitel 17 und ich fange wieder damit an, aus der Volksbibel vorzulesen. An einem Tag sagte Jesus mal zu seinen Schülern: Es wird immer Situationen geben, wo ihr dazu verführt werdet, Sachen zu machen, die Gott nicht will. Übel wird es nur für diejenigen Menschen werden, die aktiv dafür sorgen, dass ihr verführt werdet. Für solche Leute wäre es besser, man würde sie mit einem Betonklotz an den Füßen ins Meer schmeißen, als dass sie Leute verführen, die wie ein Kind an mich glauben. Leute, passt auf! Wenn dein Bruder etwas gegen dich getan und dich verletzt hat, dann sag ihm das. Und wenn es ihm leid tut, dann vergib ihm das auch. Und wenn er dir täglich 7-mal Unrecht tut, es ihm aber jedes Mal am Ende leid tut, dann musst du ihm auch vergeben. Die Schüler von Jesus hatten mal eine Bitte. Jesus, kannst du unser Vertrauen in Gott nicht größer machen? Wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein kleiner Same von einer Senfpflanze, dann könntet ihr jetzt zu diesem Baum sagen, du sollst dich jetzt selber rausreißen und auf den Müllhaufen schmeißen und genau das würde passieren. Wie ist das denn bei euch, wollte Jesus wissen. Wenn ihr eine Putzhilfe angestellt habt und die mit ihrer Arbeit fertig ist, ladet ihr sie dann direkt mit zum Abendessen ein? Oder sagt ihr, geh duschen, zieh dich erstmal um und hilf in der Küche. Wenn ich fertig bin, dann kannst du auch was essen und trinken. Kann der Angestellte erwarten, dass man ihm besonders dankbar ist? Er tut ja schließlich nur seinen Job. Das gilt auch für euch. Wenn ihr macht, was ich euch sage, sollt euch dabei bewusst sein, dass ihr euch deswegen keinen Orden verdient habt. Ihr habt nur das getan, was man von euch erwartet. Anschließend heilt Jesus 10 Leprakranke und diese Geschichte zeige ich euch jetzt als Bibelcartoon. Eines Tages traf Jesus 10 Männer, die Lepra hatten. Lepra war damals eine weit verbreitete Hautkrankheit. Man erkannte Leprakranke an schuppiger Haut und offenen Wunden. Weil die Menschen Angst hatten, sich anzustecken, wurden Leprakranke in der Regel aus den Städten und Dörfern vertrieben und die Leute hielten Abstand von ihnen. Sie blieben etwas von ihm entfernt stehen und baten ihn: Jesus, hilf uns! Jesus sagte: Geht ins Krankenhaus und lasst euch untersuchen. Als sie auf dem Weg dorthin waren, wurden sie alle wieder gesund. Einer von ihnen war so begeistert über seine Heilung, dass er laut anfing, Gott dafür zu danken. Er ging zurück zu Jesus und bedankte sich überschwänglich. Er gehörte nicht einmal zum jüdischen Volk, er war ein Ausländer, ein Samariter und hatte eine andere Religion als Jesus. Habe ich nicht 10 Leute geheilt? Wunderte sich Jesus. Warum sind die anderen 9 nicht hier, um Gott für ihre Heilung zu danken? Zu dem Mann aber sagte er: Dein Vertrauen auf mich hat dich gesund gemacht. Was dann geschieht, möchte ich euch wieder aus der Volksbibel vorlesen. Die religiösen Leiter wollten von Jesus irgendwann mal wissen: Wann geht das eigentlich los mit dieser neuen Zeit, in der Gott das Sagen hat? Diese neue Zeit wird nicht so passieren, dass man jetzt irgendwie wissenschaftlich belegen könnte, dass es angefangen hat, antwortete Jesus. Keiner wird ankommen und sagen können: Da drüben ist es gerade losgegangen. Aber ihr sollt ruhig wissen, dass es im Grunde schon angefangen hat. Dieses Land ist bereits da, die Zeit hat bereits begonnen. Später ergänzte Jesus nochmal, als er zu seinen Schülern redete: Leute, es wird mir eine Zeit geben. Da würden meine Freunde alles dafür tun, um noch einmal diesen Tag zu erleben, wo der Auserwählte, der Menschensohn, körperlich bei ihnen wäre. Aber das geht dann nicht mehr. Es wird in den Nachrichten gemeldet werden, dass er jetzt wieder da ist oder dass er an einem bestimmten Ort wohnen würde. Wenn solche Meldungen reinkommen, dann glaubt denen nicht. Ihr braucht auch nicht nach ihm zu suchen, denn wenn er wiederkommt, wird das mit einem riesen Knall passieren und alle werden es mitkriegen. Vorher muss er aber noch etwas ganz Schlimmes durchmachen.
Er muss ertragen, dass wirklich alle plötzlich keinen Bock mehr auf ihn haben. Es wird dann so ähnlich abgehen wie in der Zeit, als Noah noch lebte. Damals waren auch alle Menschen nur damit beschäftigt, Party zu machen und den Partner fürs Leben zu finden und solche Sachen. Bis Noah sein Schiff fertig hatte, einstieg und die Flut kam. Und die ganze Welt ist ersoffen. Genauso wird das abgehen, wenn der auserwählte Gottes, der Menschensohn, wiederkommt. Wer zu dem Zeitpunkt gerade unterwegs ist, sollte nicht kurz nach Hause gehen, um seine Sachen zu packen. Und wer gerade auf der Arbeit ist, sollte auch nicht erst nach Hause fahren. Wer mit aller Kraft um sein Leben kämpft, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben für Gott verliert, genau der wird ein neues Leben bekommen. Ein Leben, das nie aufhört. Meister, wo wird das passieren, wollten seine Schüler wissen. Wenn schwarze Wolken aufziehen, weiß man, dass es regnen wird. Und wenn ich wiederkomme, werdet ihr wissen, dass ich es bin. So endet Kapitel 17 von Lukas. Ciao, ciao, wir sehen uns im nächsten Video.